Okay. Können wir nicht lang? Mal gucken, mit dem hier können wir sprechen. Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with dire bears? Tell you what. Kill off all the dire bears in the north of town and I'll help you however I can. So, das würde ich sagen, machen wir entweder für euch gleich oder in der nächsten Folge. Ich werde jetzt mal eine kurze Pause einlegen, also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zurück bei South Park and the Stick of Truth. Wir sind mittlerweile in Kanada und wir müssen jetzt die Düsterbären hier erledigen. Oder den Düsterbär. So, Erstschlag, schon mal gut. Erstmal alle bluten. Und jetzt natürlich erstmal wieder hier so ein Tempotrank. Vielleicht können wir sie ja gleich auf einen Schlag auslöschen. Sieht schon mal gut aus. Da kommt noch ein Treffer. Erstmal alles nehmen. Wir haben Düsterbärenpelz, was auch immer das bringt. So. By Jove, you've done it! Look at all these dire bear pelts! Now I can finally make a dire robe. Alright, give me that document. Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the prince has imprisoned the minister of Montreal in the caverns of Quebec. I will speak with the prince. Return to him, and he should let you speak with the minister. Boy, oh boy, I will have the most dire robe in all of Canada. Earl von Winnipeg. Also schön, zurück zum Prinzen. So, la 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 la. Können wir hier noch ein paar Scherben vielleicht einsammeln. Na. Jetzt nicht mal da durch. Hier liegt schon mal keine. Ah, da ist noch eine. So, reden. There you are. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the Bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the Bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this, and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Okay. Den Bischof töten. Können wir da jetzt wieder raus? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen... Oh, doch. Schauen wir mal. Wo ist denn der... Wo ist denn diese Stadt? Was ist denn da davor? Wow. Erstschlag. Are you gonna rape us? Die blöden Schlangen. Da brauchen wir erstmal einen Tempotrank. Da machen wir die wieder fertig. So, einmal. Und kaputt.
Sehr schön. Auf nach Banff. Have you been to Newfoundland? You won't find better sodomy in all of Canada. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Bestimmt, aber wahrscheinlich gibt's nichts, was ich brauche. Ja, war klar. Oh, Moment. Ausrüstung vielleicht? Erhältste Wiedergeburt? Keine Ahnung, was das bringt. Nee, ich glaube nicht. Oh, eine Scherbe. Noch eine Scherbe. Banff Canadians are quite religious. Oh, das ist aber ein großer Typi. Sehr schön, ein versteckter Schalter. Oh, eine neue Waffe. Trifft bis zu 2 zufällige Ziele. Das ist aber besser, damit kann ich mehr treffen. Praise Christ! Praise God! Praise God and Christ! The Prince thinks Canada is a monarchy! But there's other people with opinions by God! Sorry, God. Praise Christ! Praise... What's this? Who the fuck hits a bishop? Tja, ich... Ich muss ja. So, erstmal das. Und dann hauen wir ihm gleich hier noch eine drauf. Und nochmal. Jetzt hat er sich geheilt, oder was? So nicht, mein Freund. So, komm, Butters, du futterst jetzt erstmal was. Dass du wieder ein bisschen weiter oben bist. To kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please, take these dire pig testicles and tell the prince they're mine. Bishop fertig machen oder nicht? Komm, wir nehmen die Dinge. It'll be our secret. Wow, good thing I saved these. Ich bin ja ein Friedlicher. So, dann mal zurück. Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Shh. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. Okay, wir müssen also nach Vancouver. Das hier immer ein Hin und Her. Aber was sollen wir machen?
Wo ist denn Vancouver? Da unten. So, was gibt's hier? Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Hey, bleib stehen. Okay, hier ist eine Vase drin. Oh, und hier gibt's wieder neue Waren. Vermutlich nicht. Ja, war klar. Welcome to Vancouver, the San Diego of Canada. They say that the Duke earned his title by winning a log roll with the last Duke. Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How are we supposed to get there? Yes, I see. Oh, wow. No, I didn't know that. Yes, come on. Yes, I hate that guy too. No, I haven't seen Oh, guck mal, da ist eine Wand, die wir kaputt machen können. Erstmal alles nehmen. Ein Barbarenhelm. Und die Axt des Zerfleischens. Schauen wir doch mal. Die ist schlechter. Glaube ich, brauche ich nicht. Ich bin ganz zufrieden im Moment. A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Sprich mit den Mönchen, okay. Aber warte mal. Wir können hier tunen. Zack. Ach, guck mal, da können wir rüberfahren. Hab ich gar nicht gewusst. Ach, guck mal hier, Terrence und Philip. Nah, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. Is there a mode on that one? He knows dragon shout. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. How did you ask him such incredible magic so easy? If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fast? The sneaky squeaker! Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Your magic is impressive, young American. Sehr schön. Thunderpants of Nova Scotia, have we seen such prowess? But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki! Here, watch again! Alles klar, verstanden. So, wir können mal in den anderen Städten gucken, ob wir da auch irgendwo mit dem Schiff fahren können. Erstmal der Schlange ausweichen. Hier war, glaube ich, aber nichts. Nein. Dann sind wir hier auch schon fertig. Schauen wir mal in Winnipeg noch vorbei.